Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Und ich bin dumm, weil ich Frost gesetzt habe. Also, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Und zu Kranker Clan Pro Teil 11. Wieso hat der Wut gesetzt? Hat der aufgegeben? Nein, bitte nicht. Ja, genau. Verlass jetzt auch. Unverschämt halt sowas, ne? Drei, zwei, eins. Wenn die uns jetzt nicht geflickt haben, sind die dumm. Okay, wir haben so verkackt. Das ist egal. Die haben so viele Elixierpumpen. Aber wir können die Elixierpumpe jetzt hier killen. Weil die waren schlecht platziert. Leute, Golem. Der Golem. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt sind die Game Over. Die wissen, dass sie gewonnen haben. Lol, der Kraftstein kippt um. Den lass mal freezen, oder? Freezen! Es müssen doch Skelette den Tower killen. Was sonst? Wie viele Kronen habe ich jetzt gesammelt? Ich will 200 schaffen. Noch 15 Kronen. 15 geteilt durch 3 sind 15 Minuten noch. Also im schlimmsten Fall. Okay, wir spielen hier mit Sarah. Okay, kommt der Hogrider? Nein, shit, der kommt durch. Noch ein Hogrider, alles klar. Die Nietebarbaren kommen nicht durch. Explodiert hier der Golem, macht alles down. Okay, der Lunion kommt. Das war dumm. Dieser Lava. Ah, der Lava und lebt immer noch. Ziemlich nice. Tau fällt. Nächster Schuss von der Princess, dann war's das. Baby Level 6. Das macht schon viel Schaden. Ha, der hat meinen Weg an. Holz Predict. Komm, Predict. Predict ist was. Oh, habt ihr die Kobold Gang gesehen? Ich nicht. Aber bestimmt eine Kobold Gang. Jetzt kommt bestimmt der Hogrider auf der anderen Seite. Oh, die kriegen noch eine Hogkrone hin. Jetzt geben die auf. Schätze ich nicht. Okay. Aber wir können immer noch uns so einen Push hier machen. Flakko habe ich noch. Noch 81% Akku. Dafür brauchen wir 12 Elixier. Okay, wir bringen Golem. Batsch. Oh yeah. So bad. Alter, die wollen einfach nur mit ihren Elite-Babern durchkommen. Holz. Aha. Aber, oh, die freezen auch noch. Aber, oh, der hat Lavaloon gespielt. Ziemlich nice. Der hat das Lavaloon, der glaube ich von Bochum-Fan gespielt. Ich will ja auch aus Lavaloon. Mal gucken. Ja, das Lavaloon-Deck von Bochum-Fan. Schon ziemlich gut. Welche Arena? Ah, so viele Trophäen wie ich. Ich habe vor kurzem, ne, gegen einen gekämpft. Ich habe hier insgesamt die Siege 512. Alle drei Kronensiege.
Und insgesamt ist sie 433. Und der Spieler, ne, den ich gesehen hatte, der hatte 10.000. Und wie viel hat der Bessie in meinem Clan? 3.000. Und der hatte 10.000 Varina 10. Wir haben so verloren, weil der war Level 12. Ist doch richtig unfair. Und außerdem hatte der gemaxte Karten. Das war bescheuert. Der war nur Arena 10. Okay, das ist ein guter Anfang hier. Kurbel Level 12, alles klar. Hier ist das Riesenskelett am Start. Okay. Aber das bleibt ja hinten, dank dem Golem. Ist ein Zweier, okay, ist ein Zweier. Ich habe eine 2. Nice. Was hat der dagegen? Okay, der versucht mir Zeit zu beschaffen. Okay, die sind abgewehrt. Drei Musketiere. Okay, nochmal, wenn die unbedingt wollen. Die wollen wohl Stress mit den drei Musketieren haben. Nein, die wollen Stress hier mit ein paar Mitspielern. Und schon wieder drei Musketieren. Alles klar, die hacken doch. Okay, jetzt haben wir wirklich verloren. Weil, hä, die können doch nicht einfach beide. Als ob ich den nicht gesetzt habe. Die können doch nicht immer beide. Die können doch nicht 18 Elixier am Stück haben. Ist ja auch keine Elixierpumpe und wir sind noch nicht in der doppelten Elixierphase. Okay, eine Krone wenigstens. Also ich schätze damit, dass wir eine Krone hinkriegen dürften, aber mehr auch nicht. Princess 3, lol. Okay, zum Glück läuft der eine Kobold da noch rüber. Das macht einen Unterschied. Pass mal auf dieses Mal, da das sonst hier ein bisschen problematisch werden dürfte. Oh nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Das mache ich euch aber nicht so leicht. Wieso lachen die? Die sind böse, die lachen. Wer lacht, ist böse. Unverschämt. Scheiße. Unentschieden. Nein, wir verlieren. Wir haben verloren. Die Princess 3, voll geil. Bring hier mal den Golem. Den Golem. Wir haben einen Golem. Bei mir wohnen auch immer so richtig viele Golems. Das hier ist der Hard-Counter-Push. Wisst ihr, warum ich das hier mache? So. Damit die Dings, damit die nichts gegen den Golem machen können. Aber wir haben ja genug Hölzer und so. Nein. Nein. Ich hätte jetzt gefühlt. Wie viele Kronen fehlen mir noch? Geil, noch 11. Verstanden. Haha. Leute, es war voll synchron. Da habt ihr die Lucky Horde. Voll die Lucky ist das. Die haben alle nur Glück. Die Lucky Horde. 12? Nein, oh nein, das ist schlecht. 9er Lucky Horde. Okay, das macht aber jetzt richtig viel Schaden hier. Und der Klon war so richtig schlecht. Klon war das Schlechteste, was man machen konnte. Und der denkt sich, ah, moin.
wen juckt das denn? Ist ja nur ein Loon. Der Tower hätte auch überhaupt keinen Schaden nehmen können. So nimmt der Haupt auch noch alle Schaden. So, und dann auch nochmal einser Princess. Komm, der Jäger ist die letzte Hoffnung. Mein Mitspieler ist richtig schlecht. Einfach nur schlecht. Sag ich dazu. Steht's 1-1. Geiler Magier. Kann man nur so schlecht spielen. Also falls du mein Video siehst, also du Kassimotter! Nein, Spaß. Ich habe hier einfach irgendwie die Buchstaben, irgendwelche Buchstaben gesagt. Falls du das guckst und mich verstehst, komischerweise, was ich eigentlich nicht denke, dass du mich verstehst, weil du kein Deutscher bist und meine Sprache nicht sprichst. Du bist richtig schlecht. Okay, wir haben verloren. Noch 2 Sekunden länger und wir hätten die Krone. Noch 10 Kronen. Also noch 4 Kämpfe im besten Fall. Wir kämpfen mit Fabio. Friesen wir mal. Okay, gleich geht das Dings tot, aber der Executioner ist eigentlich ziemlich nice gegen Skelettfass, weil der einfach nur einmal die Axt durchschwingt und Skelettfass macht halt überhaupt keinen Schaden. Okay, haben die Gegner aufgegeben oder nicht? Aber ich glaube schon. Nein. Ich weiß, was die machen wollen. Oh, ich habe gefreezed. Hätten wir keine Walküre gehabt und keinen Freeze, dann hätten wir uns gefreecrowned. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Da wurde ich gefreecrowned. Und da hatte der Haupttor noch 100 Leben. Aber mein Mitspieler hatte Holz auf der Hand, hat es aber nicht gesetzt gegen die ganzen Koboldfässer. Werd nicht klonen, das Skelett passiert. Okay, noch ein Koboldfass, die wollen die Krone haben. Aber der Mega-Ritter haut die einmal drauf, ne? Wir noch mal spielen wir noch eins. Ja. Okay, noch 3. Ich will die jetzt öffnen. Okay. 3 Kronen minus 10. Weiß doch jeder 7. Also sind es noch 3 Kämpfe. Im besten Fall. Ka. Hier mal die Princess.
Hey. Alles klar, wie viel Schaden. Ich glaube noch nie mit einem Hawkeye Level 9 zusammengespielt. Nur, ich glaube, das beste Match war mal mit einem auf Level 10. Das war ziemlich nice. Der Hawkeye ist einfach durchgelaufen. Ich habe mal mit dem Arena 1 zusammengekämpft. Der war Level 1. Der hat zwar nichts gemacht, aber Level 10 und Level 1 ist gleich 11. 11 geteilt durch 2 ist 5. Also gegen Level 5. Gegen Level 5 oder gegen. Nein. Der hat aufgegeben. Alles klar. Wieso? Genau. Wieso? Wieso? Komm. Komm. Princess muss überleben. Komm, mach den Tausch schneller da. Dann überlebt die Princess. Ja. Ha, die Princess. Nein, die Princess ist tot. Oh nein. Jetzt spiel ich nicht mehr mit dir, Heiselberg. Wir haben Legi gezogen, Wetten. Wieso? Ist halt voll lol. Okay, wie viele Kronen? 93, okay. Also. Für Funky ist nichts. Ist nicht Pekka. Wir spielen mit Frank! Das ist der gute, alte, beste Push. Predict. Predict. Double Predict. Die Sperrkobolde waren so verdammt schlecht. Wenn ihr auf den, genau auf den Jäger guckt, der hat da so ein Waschbärfell, glaube ich, ist es wohl in so am Umhang ganz oben so rum, also so rumweht. Aber also jetzt werden im besten Fall 12 Folgen Kranke Clan Tour rauskommen. Das ist auch eigentlich was ziemlich Nices. Kranke Clan Tour wird eigentlich nur am Wochenenden kommen, also an der Clan Tour. Weil unter der Woche ist ja Clash Royale eigentlich sinnlos, ne? Also Karten anfordern und so, gucke ich immer nur selbst YouTube. Also ich gucke eigentlich ziemlich oft YouTube, also Clash Royale. Also in Clash Royale kann man ja nicht viel machen, wenn keine Clash Royale sind. Solo-Kämpfe und so gehen immer, aber jetzt Trophäen-Rush geht auch. Aber eigentlich könnte man auch, müsste man gar keine Solo-Kämpfe und Duo-Kämpfe machen, außer in der Clan-Truhe. Und unter der Woche mache ich halt nur Karten anfordern und einen Kampf, dass ich eine Truhe habe. Und Truhe halt Truhen öffnen. Okay, das wird ein 1-Kronen-Sieg, schätze ich mal. Also die Folge hier wird, schätze ich mal, noch ein bisschen länger gehen, da ich die Folge so lang machen werde, bis wir 200 Kronen holen. Gegenverlängerung.
Aber haben wir eigentlich schon gewonnen? Nein, was? Nur noch 800 Leben hat unser Tag. Okay, jetzt. Ein Fall. Nein, 63 Leben. Ich sag nur Game Over. Aha. Oh, das Holz war richtig gemein. Fire Spirits wollen da gerade rumspringen. Und jetzt noch 6 Kronen. Okay. Im besten Fall noch 2 Kämpfe. Ben B, hallo Ben B. Ben B krank. Kranker Name. Ben B. Okay, sieht gut aus. Oh mein Gott! Nein! Hawkrider, der macht hier richtig viel Schaden, weil der schon Level 8 ist. Okay. Auf den linken Tower schätze ich, der wird. Ah, der ist schon so niedrig. Aber wir führen noch, wir führen noch. Aber, ja. Nein, wir führen jetzt nicht mehr von Schaden her. Aber jetzt. Welchem Level? 7. Okay. Ja! Als ob der Dings, der Jäger überlebt, auf Level 3 einen Mini-Packer schlagt. Ich glaube, der Mini-Packer war Level 7 oder 8. Weiß nicht. Okay. Aber unsere beiden Tower sind schon richtig low. Okay, jetzt steht's 1-0, aber jeden Moment steht's 1-1. Oder auch nicht. Nein, noch 2 HP, noch 2 HP. Nein, niemals darf ein Tower noch 2 HP haben. Zwei HP ist so niedrig. Komm, der Jäger, mach den. Seht ihr diesen Dings? Diesen Waschbär-Schwanz hier? Irgendwie. Ja, wir haben ein Waschbär im Garten, ne? Und das könnte schon sein. Weil es soll ja aussehen wie ein Jäger und das ist dann so ein Fell. Bring ich mal das Holz von hinten so. Okay, das sieht gut aus für 2 Kronen. Also es sieht sehr nach 2 Kronen aus. Bring noch die Princess hinten nach. Damit die von hinten alle Pfeile hier alles abschießt. Aber Golem explodiert, na, es werden zwar keine 2 Kronen. Na, 1000 Leben. Das reicht nicht. Ja, und wir kriegen ja auch noch unseren Tower, jetzt führen die auch noch. Ich mach mal hier, weil ich will nicht, also ich will mich jetzt nicht darauf so verlassen, weil es könnte ja doch sein, dass die dann wegen dem Mini-Packer noch unseren Tower kriegen und es irgendwie geschafft hätten zu überleben, aber durch. Okay, Folge geht schon 24 Minuten. Komm, verlassen wir mal. Aber auf jeden Fall, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und dann aktiviert noch die kleine Glocke. Dann wird euch auch jedes Video angezeigt. Dann verpasst ihr auch wirklich kein Video. Und also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Vorschläge habt, was ich noch so in meinen Videos machen könnte. Würde mich sehr darüber freuen, aber, ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Als Folge ist hier eine Chance. Aber es steht schon 1-0 für uns. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Das sieht gut aus.
3 Kronen vielleicht. Oh nein, Friesen wieder. Aber wir liegen immer noch vorne. Oh, noch 666. 666. Geiler Tornado. Oh nein. Nein, 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 nein. Stark. Stark. Ich will ja nicht sagen, dass das irgendwie ein bisschen dumm war gerade von denen. Oh nein, nur noch 308 Akku. Nur noch 308 Leben. Das ist doch mein Code für mein Tablet. Scheiße. Es kommt gleich wieder die Tornado mit der Rocket. Tornado mit der Rocket. Tornado mit der Rocket. Komm, es müssen 3 Kronensieg werden. Okay, die holen sich jetzt erstmal uns zum Tower noch. Klo natürlich, ne? Nicht. Klo natürlich nicht. Okay, noch 1000 Leben hat der Haupttower, also Kron-Tower. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Noch 800 Leben. Könnten wir hinkriegen. Executioner macht jetzt erstmal alles nieder. Wenn wir nicht jetzt von den gefreakrunnt werden, sollten wir das eigentlich gewinnen. Aber wir werden nicht gefreakrunnt. Mit 3 Kronen siegt. Jetzt haben wir gewonnen. Spätestens jetzt sollte denen klar geworden sein, dass die verloren haben. Oh mein Gott, gewonnen! Okay, die Folge geht schon 27 Minuten, aber jetzt. Uns fehlt noch eine Krone. Go. Ich will genau auf 200 Kronen landen. Omri King, komm. Schaltet jetzt nicht ab, sondern das wird ein krankes Match. Es wird das krankste Match der Welt. Also bleibt dran jetzt. Das wird ein krankes Match. Das wird so ein krankes Match. Und wie ihr seht, ein Riesenskelett, ein Golem, ein Elektromagier, ein Executioner. Und wir sind gleich. Nein! Nein! Ich dachte gerade irgendwie, mein Spiel tut jetzt sich verabschieden. Nein, ich muss fotografieren. Nein, 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 nein. Komm. Sauber, ich hab's noch auf Foto bekommen. Und wisst ihr, was das heißt? 2-0. 2 Kronen gesammelt. Das muss ich fotografieren. Oh mein Gott, run! Aber das war's auch für die heutige Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dass ich jetzt 202 Kronen gesammelt habe, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und das war's auch. Und